So, und damit man uns nicht vorwerfen kann, man weiß nicht, wofür wir stehen, haben wir jetzt eh schon den Franz Hörmann da gehabt, ein Experte in vielen, in vielen Themen. Und jetzt würde ich gern den Georg Kreisler ans Mikrofon. Nicht Georg? Georg Kreisler ist ein Musiker, sorry. Georg Kreisler ist super Musiker übrigens, nicht verwandt mit mir. Grüß euch, schaut, dass jetzt so viel Leute verregnet hat und ich mach's einfach kurz, aber es schaut vielleicht jetzt wieder ein wenig schön aus. Egal. Freeman, wer schon was gehört hat von mir, dem brauche ich es nicht erklären, die anderen erkläre es kurz. Ich habe vor 2 Jahren einen Brief geschrieben an unsere Angestellten, Bundeskanzler und Konsorten und habe ihnen meine Sorge mitgeteilt, dass ich da nicht mehr mitmachen möchte in dem Spiel. Frage ist ja, was tust du, wenn es dir reicht? Und ich gehe mal davon aus, dass alle reicht, sonst wart's ja nicht da. Was tust du, wenn es dir reicht in ein Spiel, das du nicht kennst? Wer pfeift an? Wen fragst, ob es bitte aussehen kann, endlich, für alle? Ich habe diesen Brief geschrieben, die sogenannte Freeman-Erklärung, und habe in kurzen Worten einfach festgehalten, wie ich die Welt sehe und was ich gern hätte. Ich sehe die Welt so, dass wir alle gleich sind. Und das System ist wirklich schon am Umkippen. Es geht jetzt nur um unsere Gedanken. Wer ist die Gedankenmehrheit in dem Land oder auf der Welt? Wer jetzt als Mensch in dem System auftritt und sagt, wir sind das Volk, wer glaubt das alle? Bitte, wer ist das Volk? Wo ist das Volk? Ja, genau. Das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Fragt sich einmal folgende Frage. Da drüben steht überall Polizei und so, die haben schon trocken, weil es geklingelt hat, sitzen im Auto. Wer gibt bitte sehr einen Exekutivbeamten oder einen Exekutor, einen Richter, egal wem, das Recht, dass man uns was wegnimmt, dass man uns auf Verdacht hin einsperrt, ohne dass irgendwas passiert ist? Nur auf Verdacht. Wer hat bitte sehr der Polizei von euch, ihr seid angeblich das Volk, wer hat der Polizei das Recht geben können, dass sie uns auf Verdacht einfach einsperren? Wo war das Recht vorher? Das hat doch keiner gehabt im Volk. Weil im Volk hat es keiner, dass er mir was wegnimmt, weil er ist genau gleich wie ich und ich darf es ihm auch nicht wegnehmen. Und daher, aus dem Rückschluss, dass das Recht, das angeblich da exekutiert wird in dem System, niemals im Volk war, bevor es jetzt angeblich bei der Staatsgewalt ist, ist der Beweis dafür, dass das Recht nicht vom Volk ausgeht, so wie ihr das glaubt. Sondern die Botschaft des Tages lautet, Österreich ist eine demokratische Republik ohne Volk. Das Recht geht daher vom Volk aus. Als Vermutung. Und dann stimmt's. Dann stimmt alles, was wir erleben, auf einmal wird alles plausibel. Ja genau, es gibt gar kein Volk. Das sind nicht unsere Angestellten, sondern wir spielen eher ein Volk. Wir brauchen nur mehr weggehen. Es gibt kein Volk, es gibt ja keinen Vertrag mit irgendwem von uns. Das einzige Problem war, unsere Geburten sind registriert worden. Unsere Eltern haben unsere Geburt registriert. Und in dem Moment ist unsere Person entstanden. Die juristische Betrachtung für den Menschen. Der Mensch, § 16 ABGB, fragt es noch. Jeder Mensch hat angeborene Rechte und ist daher als eine Person zu betrachten. Fragt die Polizei, die wissen es. Als eine Person zu betrachten. Das sind wir nicht. Ich bin keine Betrachtung. Ich bin eine Erscheinung. Ganz ernsthaft. Ich bin keine Betrachtung. Und als Erscheinung muss man sich melden und sagen, die Betrachtung ist nicht richtig. Ich konnte euch auch als was konnte ich euch betrachten? Als Kaninchen. Ich konnte euch als Kaninchen betrachten. Das macht euch nicht zu Kaninchen. Und genauso wenig macht mich das zur Person, wenn man mich als Person betrachtet. Aber es fehlt die Alternative. Die Alternative ist, juristisch, ich habe das jetzt 2 Jahre lang studiert, juristisch die Alternative ist ein geistig-sittliches Wesen. Bekennt ihr euch zur geistigen Sittlichkeit? Die geistige Sittlichkeit meint es gut, um des Guten selbst willen. Der Mensch meint es gut von Haus aus, er ist empathisch. Wenn wer warnt, will man, dass das aufhört, ist der Beweis dafür, dass der Mensch ein gutes Lebewesen ist. Bekennt sich zur Sittlichkeit und damit ist das Rechtssystem erledigt. Der Freeman verzichtet auf das komplette positive Rechtssystem. Das, was da drin angeblich für uns beschlossen wird, auf das verzichte ich. Warum? Nicht, weil ich darf, sondern weil ich kann. Ich kann das. Und das kann jeder andere auch. Das ist einfach die Alternative im Hirn. Der Mensch ist nicht Volk. Der Mensch ist ein Lebewesen auf einem Planeten und weiß überhaupt nichts. Und es wird ihm eingeredet, Volk, sei dabei. Und da sind die Grenzen, du gehörst zu uns, das sind die anderen. Und wenn wir das aufhören, dann stellt sich die Frage von Volk,
Brauchen wir Volk? Nein, ich brauche kein Volk. Die Regeln sind da drin und das heißt, das können wir zur Partyzone umwidmen. Irgendwo. Ja. Yeah. Danke. Schaut euch ein bisschen im Internet um. Free Man, das ist der Ausgang, der friedlich, liebevolle, nicht kooperative, geistig-sittliche Ausgang. Schaut sich das an, jeder ist selber verantwortlich, jeder, der in der Früh alleine aufwachen kann, muss sich selber informieren. Wer wen braucht zum Aufwachen, der braucht auch dafür wen. Ansonsten ist jeder alleine, wir sind alle Souveräne, jeder ist erwachsen, lasst sich nicht am Schädel scheißen. Wie geht das? Indem man auf Augenhöhe geht. Auf Augenhöhe kann man sich nicht mehr am Schädel scheißen lassen. Danke, ich fahre dann wieder nach Oberösterreich. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Welcome to freedom.